Hey, sag mal. Ja gut, so kann man auch reinstarten. Wir gucken jetzt von den Fresh Dogs folgende Video an, und zwar Seven vs. Wild Parodie Wölfe am Spot, also quasi Folge 2. Ich hab da richtig Bock drauf, bis jetzt war alles lustig von den Leuten da. Mhm. Wir sind hyped. Habt ihr schon die 2 neuen Items im Shop gesehen? Hey, da sind wir beide drauf. Cool, oder? Die verwendete Baumwolle ist dabei auch 100% biologisch. Also, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann schaut doch gerne mal in unseren Shop vorbei. Ja, aber 10% vom Merch gehen dann auch mal auf mich, weil ihr macht hier mit meinem Content auf meinen Nacken hier quasi die Klicks. Ah, wir müssen los. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. 10%? Komm, mach mal 20%. Oh, warte mal, um was ging's denn da eigentlich? Ja, genau um das. Ach so, wirklich? Ja, das, ach so, okay. Die Ansage hat er denen quasi gemacht in der Reaction. Das ist schon ziemlich geil. Geil, richtig geil. Teams. Das stimmt halt. Den Kommentar muss ich jetzt auch. Die zwei haben die liebsten Stimmen ja, ever. Das ist wirklich so. Ja. Wie lieb die beiden klingen. Das gibt's ja gar nicht. Und wahrscheinlich sind es so richtige Bären, die dahinter stehen und zeichnen. So richtige Kanten. So 2 Meter groß. Wie breit, ey. Pure Muskelmasse. Und aber so ein kleine Dab-Plauze auch. Das allererste ist erstmal pissen. Was? Die. Ey, sag mal. Ja, gut. So kann man auch reinstarten. Naturensöhne. Wir gehen jetzt beide pissen, Anni. Wir gehen jetzt pissen und dann setzen wir uns kurz hin und gucken einfach mal raus für 2 Minuten. Lol. Die Realisation kommt gerade, wie anstrengend diese Tage werden. Und dann geht's mal los. Gut, soweit, soweit. Dann hauen wir uns jetzt erstmal kurz hier hin. Ey, wir müssen uns kurz ausruhen. Ich hab richtig Bock zu sitzen. Warum hab ich das denn gesagt? Okay. Oh, schön. Ja, da wird mich jetzt die Situation in der Tat. Warum hab ich das gesagt? Ich weiß es nicht, aber ich find's sehr lustig. Geil, Alter. Okay. Tag bricht an und es geht weiter. Wir müssen jetzt schon wieder Pause machen. Es ist fast schon lächerlich, aber es ist so. Ja. Man glaubt es nicht. Es ist. Wie findest du dich eigentlich getroffen? Gut. Ja. Basecap, Stoppelbart passt, Haare gucken ein bisschen raus. Die Sachen passen sowieso. Ja, oder? Ja, ich find's bei mir auch super. Ja. Da kann man nicht meckern. Ja, wirklich gut gemacht. Höchste deutsche Kompliment mal wieder, kann man nicht meckern. Kann man nicht meckern. Wir müssen unbedingt Fritz finden, sonst geht mein Plan nicht auf. Der ist so schwer, kannst du ihn nicht auch endlich mal tragen? Du siehst doch, dass ich die Hände voll habe. Oh, Alter, was? Wir suchen Gold. Gold. Große Goldnuggets. Wie so eine Rapfzahn. Jan Schlappen und Joey Kelly. Wir kloppen schon seit Stunden in dieser. Für mich ist es schwarze Erde. Ich habe keine Ahnung. Ich kann Farben nicht gut sehen. Und ich habe die absoluten Heimatsgefühle. Ruhrpott oder was? Glück auf. Ich habe gerade schon mal rausgefunden. Ich habe hier einen Stein gefunden. Und hier gibt es ja kein Kaugummi und nix. Oh! Hast du so ein Leichtsalz? Oh. Alter, der Sound, der war ja abartig. Zing Geschmack dabei, aber das fühlt sich an wie Kaugummi kauen. Oh. Muss ich dem Joey gleich mal direkt mitteilen. Ich habe übrigens was gefunden. Ja? Ein Kaugummi-Ersatz. Au. Hörst du das? Das sind Wölfe. Ey, gut ausgedacht so, ne? Geil. Ja. Das sind Wölfe. Das sind Wölfe! Warum fragst du mich nicht einfach, ob ich dir helfen kann? Dein Ernst? Groß machen, was wir gelernt haben. Was machen wir, ein Wolf? Groß machen, schreien, alles wie immer. Bellen. Wolf! Hey! Hey, Wolf! Hey! Warum sind die eigentlich beide nackt? Das ist eine gute Frage, ja. Warum hat er diese Schwimmhilfen immer eigentlich? Geil. Oh, okay. Hey, Wolf! Ach du grüne Neune, da sind ja schon wieder Knossi und Sascha. Mist, wir sind im Kreis gelaufen.
Egal, lass uns erstmal eine Pause machen. Echo, Echo, Echo. Boah, das klingt ja cool. Hat deine Mutter uns wieder Avocado-Sandwiches gemacht? Nein, meine Mutter hat mir ein Avocado-Sandwich gemacht. Oh, Thunfisch. Danke, lecker. Knusselig Gackets! Bitte kein Durchfall. Du kannst das Sandwich haben. Mir ist der Appetit vergangen. Ja, geil. Grün. Ist einfach grün. Komplett grün. Komm, wir gehen. Oh shit, Knossi kommt. Es ist der Moment da. Du sollst ihn sehen. Ja. Ich bin bereit. Das, was hinter uns haben. Wirklich? Ja. Hose weg, runter. Wir machen gleichzeitig. Eins, zwei, drei. Ich liebe die Lache von Sascha da. Bist du damit beschnitten? Bist du beschnitten? Ja, klar. Scheiße, Mann. Boah, der ist aber auch jetzt ins Kalte. Ich muss pissen. Oh, Alter, was? Warte, lass ablaufen erstmal. Ich will keinen Shelter bauen, ich bin einfach so müde. Ja, keine Ahnung, ich habe auch keinen Plan, wie das geht. Denkst du an das, was ich denke? Ich glaube schon. Wir wollen... Zurück nach Hause. Adobe Creative Cloud. ja, Creative Cloud meinte ich. Ich dachte schon. Mit dem neuesten Update von Photoshop kann ich nämlich auch hier problemlos auf die generative Füllung zugreifen. Das sind die generativen KI-Funktionen. Echt? Dann zeig mal her. Kein Problem. Dann nimmst du hier das Auswahltool, markierst dir hier den gewünschten Bereich und schreibst nun, was dir wünscht. Und zack, schon steht das Shelter. Das sieht nicht ganz so gemütlich aus, muss ich sagen. Wie wäre es mit dem? Das gefällt mir. Geil. Antonio, was machen eigentlich die Leute, die keine Creative Cloud haben? Für die gibt es seit neuestem Adobe Firefly. Und was ist das? Ein komplett kostenloses Tool auf dem Desktop, in dem du auch eigene Bilder generieren kannst. Kannst du uns darin ein Poster machen für unser neues Shelter? Ich finde es hier nämlich etwas ungemütlich. Kein Problem, ich zaubere dir das atemberaubendste Poster, was du jemals gesehen hast. Hier unten schreibst du rein, was auf dem Bild zu sehen sein soll. Hier am Rand gibt es viele Anpassungsmöglichkeiten. Zum Beispiel kannst du bei den Effekten angeben, in welchem Style der... Krass, das sieht aus wie diese ganzen Tools, die es schon gibt. Diese ganze Imagine-AI-Zeugs und sowas. Ja, ja. ...ein Bild generiert werden soll. Theoretisch kannst du sogar ein eigenes Bild als Referenz hochladen. Mir reicht aber die Effekteinstellung. Hier hast du dein Poster. Geil. Ach, vielen Dank, jetzt kann ich beruhigt schlafen gehen. Also, worauf wartet ihr noch? Probiert Adobe Firefly selbst einmal aus mit dem Link unten in der Videobeschreibung. Auch da hätte ich ganz 20% von ab, sonst geht's zum Arbeit. Geil. Oh, schön, ey. Das Problem, Romata setzt sich alle ein paar Minuten hin und sitzt einfach. Wir haben einen Baumstamm geholt, einen. Krass, krass, krass. Was denn? Ich find's ganz krass, muss ich sagen. Wie wenig Energie ich habe ohne Essen. Wir sind immer 24 Stunden hier. Wir sind gerade noch am Ankommen. Oh mein Gott, ist der Frosch fett! Alter, was soll denn ditte? Oh, hier ist noch einer. Wow, hier sind Frösche. Wo? Alter, ist der fett und warzig. Aus Maul? Den können wir nicht essen. Der ist so hässlich, der ist giftgrün. Boah, das ist das hässlichste Amphibien, das ich in meinem Leben gesehen habe. Die Scheiße muss ich mir nicht geben. Der kleine braune Frosch sieht so toll aus. Ja, der kleine braune Frosch hier, der sah aber toll aus. Alter, gute Besserung, Mann. Also wenn ich jetzt einen Frosch hätte und der hat Schnupfen, dann wüsste ich nicht, zu welchem Tierarzt ich gehe. Es ist geil, ey. Junge, ist das geil. Das kannst du ja keinem erzählen. Ey, hier fühle ich mich so wohl. Also hier fühle ich mich so wohl, da würde ich mich jetzt einfach so hinlegen. Boah, ist das Wahnsinn. Affe und Hanna. Ich habe den ersten Fisch gefangen. Ich bin beruflich Wildtierfotografin. Oh Gott. Was? Ja, einrollen den ganzen Lachs. Das, was? Ja, das war echt eine ganz schön krasse Erfahrung für mich. Aber ich bin auch irgendwie froh, dass ich das erleben durfte, weil das halt ja ein einschlagendes Erlebnis einfach war. Oha! Die Frage ist, wie kommen wir auf die andere Seite, Bro? Wir müssen einfach durchlaufen. Meinst du? Ja. Schuhe sind eh nass. Okay. Oh mein Gott, geht das tief rein. Ja? Ach, wir sind gefickt.
Oh mein Gott, das sieht so nasty aus. Oh, kannst du den Sack nehmen? Boah, nö, Digga, gar keinen Bock. What the fuck? Scheiße. Treibsand. Treibsand? Fuck. Geh weiter schnell, Bro. Ich steck fest, Bro. Nein, Lava. Nein, Lava. Soll ich rüberkommen? Oh mein Alright. Gott. Das war easy. Einfach Nilpferd. Boah, ich sag ehrlich, also wenn ich jetzt einmal frei hätte, würde ich mir wünschen, dass das Meer näher dran wäre. Bro, wenn ich einmal frei hätte, würde ich mir einen Cheeseburger wünschen. Guten Morgen. Morgen. Sag doch, wir finden ihn. Was passiert? Ihr seid ja nur eins mit dem Wasser der Natur und vor allem eurem Körper. Yes, baby. Oh Mann, es ist soweit. Lass uns beginnen. Oha, was passiert? Was? Hast du nicht gehört, was er gesagt hat? Nee. Es ist soweit, lass uns beginnen. Ach so. What, warte, geil. Kommt da noch was? Wir liegen jetzt in unseren Schlafsäcken. Oben. Alles weg. Wir sind nackt. Wie Sascha so kichert oder neben liegt. Es ist so geil, ey. Oh. Ey, wirklich immer wieder großartig. Die Jungs brauchen noch viel mehr Klicks, damit die irgendwie noch zwei Leute anstellen können und noch mehr Content rausballern können, weil es macht halt sehr viel Arbeit. Ich will mehr davon. Ich will jeden Samstag davon ein Video haben, was unrealistisch ist. Na, die machen jetzt zumindest jeden Sonntag. Ja. Ich will das also zweimal die Woche. Ja, oder? Ja, einmal die Woche wäre auch krass, aber dauerhaft halt. Ja. Ja. Eigentlich haben sie ja gesagt, ein Video dauert immer einen Monat ungefähr, hatten sie ja gesagt. Das ist schon crazy, ne? Ja, ach, es ist so geil, es macht so Spaß, es anzugucken. Ach, schön, ey. Ja. Ja, guckt auf jeden Fall bei den Leuten vorbei, da sind auch sehr, sehr geile, wenn ihr die noch nicht kennt, Alter, ihr könnt so viele Videos von denen gucken, das ist ja geisteskrank.